Halt, sie kommt zu einem Pokémon TCG Online Let's Play. Das letzte Mal haben wir mit unserem Pflanzenmega-Deck gespielt und dieses Mal geht's endlich wieder weiter mit Feuer. Ey. Und mal schauen, ob wir schon wieder so viele Elektrozeug, aber hier ist ja jetzt eine Mischung dabei und Pflanze. Hoffentlich ziemlich viel Pflanze. Und dann sind wir jetzt, haben wir einen Typenvorteil, was ganz cool wäre. Aber mal schauen. Martin Laug, ja, du wirst nicht mehr lange leben, denn, oh, na gut, vielleicht wirst du doch ein bisschen länger leben als geplant. Wir haben unser Chartrago bekommen und kein Feuer-Pokémon. Aber es ist auch nicht unbedingt schlecht. So, wir haben hier auch, glaube ich, einen Mega-Glorak drin, was ganz cool ist. Wir haben sogar zwei Mega-Gloraks, aber nicht beide drin. Oh. Den dümmsten Anfang, den man bekommen kann. Traurig. Ja. Hier muss, man muss so gesehen eine Energie opfern. Oder so. Na gut, hat halt einen Leichtstein geopfert. Oh, Skoppel, bitte sag mir nicht, dass es so ein mega fieses Kackdeck ist. Bitte sag mir, dass es kein Trolldeck ist. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Aber meistens sind diese Skoppels und die entwickeln. Oh, so ein Deck. Der hat ein Meta-Deck. Ich glaub's nicht. Meta-Deck. Und der hat gegen Mega-Entwicklungs-Pokémon. Was? Also, müssen wir aufpassen, wenn wir uns zu Glorak entwickeln, falls wir das, ob wir das überhaupt machen sollten. Ha. Huh. Was soll er? Geh ganz ruhig, Mann. So, okay. Der Opfer. Ja, ich hab's kapiert. Oh, Mann. Der macht jetzt schon 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich kann nicht mitsehen. 1, 2, 3, 4. 60 Schaden. Wenn wir das raushauen, nochmal mehr. Das ist ein Problem. Ach, verdammt. Dann holen wir uns am besten mal ein paar Pokémon. Ja. Das hört sich ganz gut an, oder? Ja. Oder? Hallo? Geh weiter. Ja gut. Habe ich hier nicht irgendwo? Nein. Hier. Mach mal einfach mal das. Wieso nicht? Nicht schlecht, oder? Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Dann holen wir uns gleich noch ein paar mehr Energiekarten, dass man die hoffentlich nicht einfach ziehen. Und dann ist schon mal alles gut. Aber nächste Runde ein anderes Pokémon und dann ist schon mal gut. Dann ist schon mal gut, ja. Und mit Flordelis können wir das dann hoffentlich rausziehen und da es eine Feuerschwäche hat, hat es ein kleines Problem. So. Mische eine Karte aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Und lege die Karte. Bla, die oberste Karte von dein. Ich will doch nur. Auf seinen Ablagestapel. Assi. So ein Hund. Ja, der sorgt so langsam dafür, dass er uns jedes einzelne Pokémon one-hitten kann, wenn es so weitergeht. Zum Glück. Oh, danke. Oh, der kann zweimal angreifen. Du Hund! Egal, darum haben wir die Karte. Können wir uns schon mal schön was rausziehen. Was war das? Oder wir ziehen uns vielleicht sogar mega mehrere Sachen raus. Na, ich weiß nicht. Ja doch, machen wir gleich so. Her damit. Und das. Alle auf die Bank und dann haben wir schon ein paar Pokémon bereit. Oh. Hier, schön geleckt. Ja, es laggt gerade ein bisschen, weil ich hochlade. Aber das ist nicht so schlimm. Auf zu laggen, Spiel. Ich erschieß dich sonst, ganz ehrlich. So. Kann ruhig versuchen, unsere Karten rauszuhauen. Ist mir doch egal. Wir ziehen uns nämlich gleich zurück. Und geben unseren Pokémon schön Energie. Ha, kannst du es auch... Also an jedes Pokémon diese... zwei Pokémon auf deiner Bank, okay. Schade, schade. Natürlich cool gewesen. Wenn wir andere Sachen damit hätten machen können. Aber leider nicht, leider nicht. Ist auch cool, wenn wir irgendwie schaffen könnten, unser Flight zu entwickeln. Wenn wir einen Sonderbomber bekommen, kann man ja uns als Herz ziehen. Ein Flambirex, aber dann haben wir natürlich so wenig Energie und dann bringt es uns auch nicht mehr so viel. Kommt immer drauf an, was wir ziehen. So, Kumpel, was hast du denn vor? Dein Hund Weißel hat ein kleines Problem, wenn ich's Herz ziehe. Weißt du? Darum solltest du vielleicht mal hoffen, dass du was dagegen machen kannst.
So, der braucht so lange. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es an ihm liegt oder am Internet. Wenn ich hier hochlade. Oh, der macht einfach gar nichts. Der hat nicht mal angegriffen. Was zur Hölle war das? So. Schön. Hier, tu mal 3 Karten weg, du Hund. Ja, ja. So, nicht jetzt ankotzen, wenn ich du mehr. War es bestimmt nur wichtige Karten. Das ist eigentlich gut für ihn, weil jetzt kann er irgendwelche Basis-Pokémon hier reintun und dann macht er mehr Schaden. Da hat er schön gemacht. Aber auch noch ein Weiße. Das ist nicht unbedingt schlau, die Idee von ihm ist, wenn er das so macht. Wir können uns nicht zurückziehen, das war jetzt doof. Ups. Na gut. Schauen wir mal. Wir brauchen 2 Runden. Oder ein Äther und noch eine Runde und dann haben wir so gesehen ihn fertig gemacht und er hat eigentlich keine Chance mehr, weil... Obwohl, er kann glaube ich 4 Hornweißel im Deck haben. Und er kann sich noch, wenn er das entwickelt, Hornweißels wieder rausziehen. Und nein, warte, kann er gar nicht. Doch, doch, man kann irgendwelche Karten aus dem Ablagestapel mit der Entwicklung holen. Mit einem Cribbit. Na schon. Also, ja, die Entwicklung. Ich weiß den deutschen Namen nicht. Egal, egal. Der könnte... Keine Ahnung, was hat er denn vor? Der greift uns ja nicht mal an. Was macht er denn? Ist er kaputt gegangen oder so? Wir könnten auch jetzt... Nein, oh, ich hätte fast was Dummes gemacht. Ganz vorsichtig. So. So, mal schauen, was er macht. Wenn er dem eine Energie gibt, zurückzieht und uns mit Flordelis herzieht, wäre das das Schlauste, was er machen kann. Aber so schlau ist, weiß ich nicht. Ich meine, er kann eigentlich jetzt schon alles vernichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Pokémon hat er. Das bedeutet, er macht 100 Schaden und er kann uns nicht killen. Er versucht gerade genug Pokémon zu bekommen. Aber das hat er natürlich nicht. Oh, da. Ihm fehlen trotzdem noch 20 Schaden, glaube ich. Oh, nein. Er hat Muskelband. Aber... Okay, gut, wir haben gewonnen. Der hätte einen Flordelis gehabt, der Idiot. Er hätte einen Flordelis gehabt. Ein Flordelis. Was macht der denn? Oh, das kann er jetzt natürlich auch nicht einsetzen. Oh, so ein Opfer. Mm. Superschön. Da freut man sich. So, was machst du jetzt? Oh nein, meine Karten. Ey, die ist wichtig. Also, nicht wichtig, aber die ist gar nicht mal so schlecht, auf meine Karten zu killen. Ich kill nämlich gleich was von dir, wenn du so weitermachst. Ja. Da holt er sich seinen Kampffahnder wieder in sein Deck rein. 9 Karten, so früh, was zur Hölle? Wie ging das so schnell? Egal. So, Rückzug. Der denkt sich schon, oh je, was macht er denn jetzt? Er hat sowas von einem Flordelis. Natürlich habe ich einen Flordelis. Hast du keinen oder was? Ja, du hast deinen natürlich schon weggeworfen, Idiot. Ja. Tja, jetzt gibt er wahrscheinlich gleich auf. Sehe ich jetzt schon voraus. Ha. Was machst du jetzt? Deine Hornweiße sind alle tot. Du könntest allerhöchstens versuchen, deine Hornweiße wieder zu retten, indem du es mit Skoppel und so. Ja, da kann man Flüge einsetzen. Das ist eine Karte, egal welche, ja. Dann kann er versuchen, irgendwie da ranzukommen. Aber er braucht natürlich auch die Unterentwicklungen. Hier, Watribi hat er vielleicht noch welche. Oh. Ja, oh nein. Oh nein. Hier. Der hat gleich verloren, weil er keine Karten mehr hat. Da zieht er nicht sich noch sowas her. Ja, komm, setz dann Incognito ein, bitte. Bitte macht es. Das wäre ganz cool. Das wird mir gefallen. Hier, dein Skoppel müssen wir schnell wegbekommen. Weil dann könnten wir sogar schon fast auf Zeit spielen, wenn es so weitergeht. Schauen wir mal, was macht er? Und weißt du, ist ja klar. So. Wäre auch nicht schlecht, wenn wir noch einen Flordelis irgendwie bekommen. Dann könnten wir seine Träume sowas von vernichten. Er hat jetzt gleich 3 Karten. Er hat 3 Karten im Deck. Hat er überhaupt genug Energie? Ich bezweifle es. So, schauen wir mal. Leider. Dann. Na gut. Wem geben wir denn die Energie?
Oder ziehen wir uns was her? Ja, mach mal das mal. Mach mal das kurz so. Wo ist es denn? Ah, das ist. Wo ist es? Ach, so ein Dreck. Na gut, dann machen wir das anders. Mit dem EP-Taler. Ich will nämlich irgendwie, falls alles falsch läuft, eine halbwegs sichere Sicherung haben, die vielleicht sicher ist. Ja. So, schön damit weg. Jetzt muss er zwei Karten ziehen. Nächste Runde zieht er nochmal. Und dann kann er eigentlich gar nichts mehr gegen uns machen. Der kann nur ein Monster, also ein Pokémon killen und das war's. Hier, jetzt hat er. Warte mal. Ach so, der hatte ja gar nicht mehr. Fuck, ich habe gerade voll verwechselt. Ich hab die Karte hier voll verwechselt. Warum bin ich so dumm? Die Karte, dass er Sachen zieht, aber machte er nicht. So, er hat jetzt aber trotzdem ein Problem. Er kann uns zwar jetzt vernichten. Was macht er denn? Ja, zieh ruhig ja noch eine. Er hat aufgegeben, oder? Der muss irgendwie schaffen, Pokémon, Karten wieder herzuziehen. Hier, schön Energie. Und dann opfern wir einfach mal Floink oder ein Biso. Ah, hier, Bisofang. Weg mit dir. So. Ich will trotzdem noch. Ah. Gott verdammt. Ich will auch nur eine Energie, falls irgendwas falsch läuft. Falls er irgendwie. Ich weiß nicht, was er für Karten hat. Vielleicht hat er eine Möglichkeit, Zeugs zu bekommen. Das war sehr dumm. Hätte ich auf Schadrage tun sollen, aber ist egal. So, jetzt ist die Frage, kann er irgendwie von seinem Ablagestapel hier Karten hinzufügen? Da gibt es Karten, mit denen man das machen kann und darum habe ich trotzdem noch vielleicht ein bisschen Schiss, aber ich glaube, der hat keine. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, der zieht's her. Ist uns eigentlich egal. Ja, was macht er denn jetzt? Oh nein. Ja. Es kommt davon, wenn man mit dem Deck nicht schnell genug ist und 10.000 Karten wegwirft. So. Schau mal. So. Du und dein Meta-Deck, das dir eh nichts bringt. Ich hab noch nie so gewonnen, ich glaub's nicht. Nice. Oh, Mano. Ja, gut. Wow. So, das war dann unser Feuer-Deck. Mit einem etwas komischen Match. Und das nächste Mal spielen wir uns ein neues Deck. Wasser-Psycho-Mega-Mewtwo. Oh, Mann. Hört sich ja schon mal vielversprechend an, oder? Keine Ahnung, ich beende jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.